Okay, ich grüße euch auch von meiner Seite. Hier können wir ein bisschen mehr miteinander sprechen. Und das Thema ist ja Coaching. Da muss man Fragen stellen als Coach davon und nicht erzählen, was man weiß. Also ich nehme sehr viel jetzt von euch mit und es ist ja so, sowieso, es gibt kein Patentrezept. Aber man muss sehen, dass die Schlüsselfaktoren oder oft sind es eben auch Störfaktoren sehr vielfältig sind. Und wenn man dem Athleten oder der Gruppe von Athleten helfen will, muss man verschiedene Aspekte berücksichtigen. Und jeder Fall ist dann natürlich wieder individuell. Also die Familie ist so, wenn man den Kern hat, den Athlet und den Trainer und vielleicht die Gruppe, die miteinander ist, ist das nächste Umfeld dann, ist die Familie. Und sie übernimmt eine zentrale Funktion. Kotzenmann und Zibung haben das untersucht bei den Fußballern und eben festgestellt, dass eine Affinität zum Spitzensport bei den Eltern in der Regel hilfreich ist, dass aber die Eltern eben nicht nur immer positiv wirken, sondern dass das eben auch eine zu hohe Einflussnahme gibt oder eine zu große Erwartungshaltung von Seiten der Eltern. Das haben wir untersucht und das ist uns in diesem Sinne klar. Die Problemfelder sind vielfältig, die da kommen. Social Media fällt jetzt hier, das ist auch nicht abschließend, aber es gibt ein paar Probleme, die allgemeingültig sind und dann ein paar Probleme, ich weiß nicht, ob das fußballspezifisch, aber sicher ein bisschen schweizspezifisch sind. Wir haben in Elterninformationen diese Lebenswelt des Spielers aufgezeichnet. Also ist das die Welt, das, in der er lebt. Wir sind nicht so Fan vom Wort Umfeld, das tönt so, wie wenn das weit weg ist, sondern er ist mittendrin natürlich in diesem ganzen Punkt. Also die vier wichtigsten jetzt hier. Mit Familie, dann mit Schule, da ist ein Verein und wenn er dann gefördert wird, noch mehr, kommt er dann auch mit dem Verband zu tun. Und das am Anfang vor allem eine Koordination der Belastung. Wir haben von Erholung auch gesehen, man kann auch zu viel machen. Also wie koordiniert man die verschiedenen Anforderungen jetzt nur einmal zeitlich? Das ist in diesem Sinn schon ein Spannungsfeld, diese mehrfach belasten. Wenn wir das zeitlich eben ein bisschen raussehen, dann wissen wir, dass es gibt eine aktuelle Leistung im Nachwuchsbereich. Aber wohin wir eigentlich wollen, ist, dass der Athlet sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen kann. Und da überlegen wir uns sehr oft, was kann man technisch und taktisch und konditionell machen. Aber es gibt eben andere Faktoren, die beeinflussen, ob ein Athlet mit 20, 25 oder wann auch immer sein Potenzial ausschöpfen kann. Abgesehen davon, dass man eben auch die Einschätzung, was ist wirklich ein Talent, in vielen Sportarten, wie zum Beispiel die biologische Entwicklung, eine genauere Beurteilung des wahrhaften Potenzial ist nicht ganz einfach. Ich spreche in dem Zusammenhang, eben wie schon angetönt, eher von Mitwelt, weil er ja mit der Spieler mit dabei ist. Und es ist klar, ob er an die Spitze kommt oder nicht, ist die Hauptverantwortung beim Athleten. Wir haben in anderen Zusammenhängen gehört, die Leistungsmotivation. Das ist ein sehr starker Faktor. Der Widerstand gegen Rückschläge ist ein anderer Faktor, den der Spieler oder der Athlet mitbringen sollte. Und je mehr er das hat, ist umso besser. Die Mitwelt hat in der Regel ein Interesse, dass es positiv weitergeht, nur manchmal geht es denen zu wenig schnell. Und das ist dann wieder das andere. Und die
die Punkte sind auch sehr vielfältig, die Ansichten. Ich erzähle in dem Zusammenhang immer unser Beispiel, ich war mal technischer Leiter bei den Grasshoppers, da hat es ein Talenttraining gegeben, da kam ein kleiner Junge, der hat ein Eis gegessen und hinterher kam die Mutter, die hat die Tasche getragen. Da habe ich gesagt, das Verständnis, wie man unterstützen sollte, ist sehr vielfältig. Die Resultate stehen für das Umfeld oft im Zentrum und ein Spieler muss lernen oder ein Athlet muss lernen, mit diesen Erwartungen umzugehen. Ein Problemfeld ist die Vernetzung. Und da sind wir jetzt wieder ziemlich nah beim Coaching. Erich Vogel sagt, Trainer machen Spieler. Also die Beziehung zwischen dem Trainer und dem Athleten kann positiv sein für die Entwicklung des Athleten und kann hinderlich sein. Wenn ein Trainer dem Athleten positiv gegenübersteht und ihn in diesem Sinne fördert, das Kind den Eindruck hat, er will mir helfen, ist das etwas anderes, als wenn das Kind den Eindruck hat, ja, er will ja nur immer nörgeln, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Diese Erfahrung habe ich sehr oft gemacht. Jetzt hat er hier gesprochen von Trainern, aber auch eben das Mitfeld ist eben das Gleiche. Ich habe viele Familien vor allem, auch Berater gesehen, die haben meiner Meinung nach den größten Anteil gehabt, dass es nicht geklappt hat. Also sie können hilfreich sein, aber sie können auch sehr viel schaden. Und viele gute Fußballer, ich kann jetzt davon sprechen, sind nicht in der Spitze angelangt. Da wage ich einfach die Behauptung, weil das Umfeld nicht mit der richtigen Dosierung vorgegangen ist. Das Talent ist aber insgesamt viel mehr abhängig von seiner Mitwelt, als das uns Spaß macht. Ich bin 35 Jahre Profi und bei den Spielern, die sogar Weltmeister wurden, 2009. Da habe ich die Prognose gesagt, ein halbes Jahr bevor sie Weltmeister wurden, habe ich gesagt, aus dieser Gruppe schafft es höchstens einer. Die anderen haben keine Chance. Und ja, der eine, der spielt jetzt bei Neuchâtel Xamax und ein paar andere, die wir nicht auf der Rechnung haben, sind nach oben gekommen. Also die Beurteilung, was ist dann wirklich ein Talent, ist eben über längere Zeit schwierig zu machen. Wie gut ist er da vernetzt? Dann das Problem der Information. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber im Fußball sind wir ein bisschen gegenüber Italien, Deutschland und so weiter mit Professionalismus weit hinten nach. Und die Eltern, die haben einfach keine Information, keine Ahnung, was es da braucht, um an die Spitze zu kommen und so weiter. Das wird jetzt mit jedem Jahr besser, aber Informationsdefizite sind ein Problem, das wir mit Eltern haben. Also Elterncoaching, Elterninformationen sind wichtig, dass sie überhaupt wissen, welche Wege gibt es da. Und in diese Schippe ist vor allem im Fußball, spielen dann die Agenten, die Berater, die wissen dann alles. Und natürlich, wie immer, wissen sie alles besser. Und währenddem ein Trainer dem Spieler sagt, weißt du, das müsstest du eigentlich noch verbessern, ein bisschen schneller solltest du werden und Technik ist auch nicht perfekt, sagt der Spielerberater, ich bringe dich nach England, ich bringe dich nach Deutschland, da verdienst du Geld und da bist du in der Wirkung gegenüber dem Athleten irgendwie im Nachteil. Weil du forderst von ihm, dass er gewisse Dinge macht. Der Agent verspricht ihm Dinge, die vielleicht kommen, aber vielleicht auch gar nicht kommen. Also die Information, was ist eben auch ein guter Spieler? Ich weiß nicht, wie das in anderen Sportarten ist, um zu sagen, was ist dann wirklich ein Talent. Im Fußball ist jeder, der 10-mal jonglieren kann und ein Tor geschossen hat, ist ein Talent. Das ist eine ziemlich schwierige Sache. Und darum die Information
soweit sie dann auch vorliegt, eben zu machen. Dann die Perspektive. Das vergisst man gerne, wenn man jetzt Trainer ist oder Funktionär. Jeder sieht das etwas anders. Das ist diese Verschiedenheit der Perspektiven und nachher für einen Karriereweg eine Lösung zu finden, ist eben nicht ganz einfach. Und da muss man immer wieder versuchen, sich hineinzuversetzen in die verschiedenen Positionen. Dann eben die Erwartungen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderttalente ich in meiner Karriere gesehen habe. Das ist ja unglaublich. Und der Begriff Helikoptereltern ist auch bei euch gestanden. Ich bin jetzt in einem breiten Sportverein, FC Frauenfeld. Aber ihr glaubt nicht, wie viele da das Gefühl haben, ihr Sohn ist da mal irgendwo Profi. Ich habe Ihnen ausgerechnet, dass im Durchschnitt für die Größe vom FC Frauenfeld es alle 40 Jahre geht, bis einer Profi wird. Das hindert aber nicht, in jedem Jahrgang etwa 3 oder 4 Mütter zu haben, vor allem jetzt die Mütter, die sind jetzt fast noch schlimmer als die Väter. Die kommen und haben schon Vorstellungen, wenn ihr Kind mit 7 oder 8 Jahren einen Trainer hat, der nicht Hochschulabsolvent ist oder mindestens 20 Jahre Profi gewesen ist, dass ihr Kind nicht optimal geflogen wird. Also diese Erwartungshaltung, und da haben wir gerade im Fußball mit den Sekundos sowohl natürlich positiven wie auch negativen Einfluss. Sekundos, vor allem in früheren Jahren, das hat sich jetzt erstaunlicherweise ein bisschen auch geändert, aber in früheren Jahren waren die sofort bereit, alles auf Fußball zu setzen. Und das ist irgendwo im ersten Moment für den Athleten auch gut, aber irgendwann wird es dann auch zur Belastung. Wenn er merkt, ui, mein ganzer Clan hängt daran, ob die mal in einem schönen Haus wohnen dürfen, weil ich ihnen das bezahlen kann oder nicht, dann wird es eben auch zur Belastung. Also diese Erwartungshaltung, das Talent will etwas zurückgeben. Und ich habe mal einer Familie gesagt, ihr helft eurem Sohn mehr, wenn ihr weniger helft. Ist nicht ganz so einfach zu verstehen, vor allem wenn man dann vielleicht nicht deutsche Muttersprache ist. Aber die Kunst, im richtigen Maß etwas zu geben, und da muss ich jetzt anfügen, für die, die das vielleicht nicht wissen, ich bin jemand, der das den Eltern erzählt hat, aber ich habe einen Sohn, der spielt beim FC Basel. Jetzt, also ich war auch Vater in diesem Sinn. Also ich habe das von der einen Seite gesehen, wie auch von der anderen. Und darum kann ich eben auch die verschiedenen Perspektiven gut sehen. Dann, das glaube ich, ist ein Schweizer Phänomen. Ich glaube, das ist auch in anderen Sportarten gleich wie im Fußball. Ich nenne das den Talentlift, weil unsere Besten, die gewinnen immer. Die werden immer gelobt, solange sie bei den Juniorenmannschaften oder in Juniorenkategorie spielen. Sie haben fast keine gleichwertigen Gegner. Und dann kommen sie irgendwann mal mit der Aktiven in Kontakt und haben viel eine größere Konkurrenz. Und dann verlieren sie auf einmal. Und ich sage es etwas überspitzt, wenn sie nicht gelernt haben zu verlieren, nicht gelernt haben zu beißen während ihrer Nachwuchszeit, dann ist meistens dieser Schritt vom Junior zum Aktiven ist fertig. Wir hatten eine Gruppe von talentierten Nachwuchsathleten, da waren wir auf der Schwägeralp und haben da zum Sentis hochgeschaut und gesagt, schaut, die Breitensportler, die nehmen jetzt da die Bahn und wir gehen zu Fuß. Weil wenn du nicht was leisten musst, um an die Spitze zu kommen, dann hast du weniger Widerstandsfähigkeit gegen Rückschritte. Also diese Resilienz, auch dann dran zu bleiben, wenn du mal länger verletzt bist, wenn du mal nicht spielst, wenn du mal eine Formkrise hast und so, das zu haben, das ist etwas schwierig. Und das ist so ein Problemfeld, wo ihr unbedingt darauf achten müsst bei euren Athleten, ob das eintrifft.
wenn ihr einen, egal welchen Sportler habt, der ist einfach Ausnahmetalent und bleibt in der gleichen Kategorie, dann gewinnt er einfach andauernd. Dann habt ihr das Gefühl, das ist jetzt der Normalfall. Im Juniorenbereich vielleicht schon, ja, aber dann, wenn die Konkurrenz größer wird, international, und auch mehr Jahrgänge, nicht nur ein Jahr lang oder zwei, sondern mehrere, dann gibt es Probleme. Dann eben die Emotionen. Das merke ich ja dann selber, wenn ich auf der Tribüne bin und Basel verliert 7-1 gegen Nibel, dann bin ich dann auch nicht mehr ganz objektiv in meiner Beurteilung da auf der. Und das ist schwierig, es ist verständlich und das fließt dann irgendwie, wenn ihr mit den Eltern sprecht oder mit dem Athleten, fließen die Emotionen eben mit rein, das ist gar keine Frage. Und auch das ist eben eine Kunst. Wir haben schon ziemlich viele Probleme, die Athleten emotional in ein stabiles Gleichgewicht zu nehmen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet noch einen Vater und eine Mutter versuchen, emotional stabil zu haben, wenn ihr da darüber sprecht. Also da stoßt ja ganz unweigerlich auch an Grenzen. Und ich denke, erst dann, wenn man sagen kann, okay, ich kann ja eh nicht alles beeinflussen. Also ihr könnt nicht jeden retten. Ne? Also wenn die Konstellation einfach nicht günstig ist, dann könnt ihr eigentlich nichts machen. Also ich habe da mal diese Mitweltenergie gesprochen, die eben hilfreich sein kann oder eben auch das Ganze viel stärker. Wir haben jetzt im Fußball den Ansatz gehabt von einem Talentcoaching, einem Talentmanager, der den Spieler begleitet in der Karriere. Und dieser Talentmanager sollte jetzt im Fußball ganz oben angesiedelt sein, also schon bei den Aktiven, auch wenn er nicht nahe genug schon beim Athlet ist, wenn der 50 ist. Aber er müsste diesen Weg aufzeigen können, und ich glaube, das wäre auch in anderen Sportarten hilfreich. Wir sprechen vom Anwalt des Spielers, dass er nicht von, wir haben auch über ehrgeizige Trainer übrigens, nicht nur über ehrgeizige Eltern, der als ein bisschen neutraler, der das von Halbdistanz sieht, für die Besten da ist und ihnen hilft. Also als Anwalt des Talents, als Förderer des Talents, als Mitweltcoach, der eben auch mal bei den Eltern vorbeigeht und mal hört, wo die Probleme liegen und versucht, das aufzuklären. Mit dem Wissen, dass der Einfluss dann auch irgendwo da begrenzt ist. Ich bin mehrere Male bei Eltern zu Hause gewesen und habe gesagt, schaut mal die Statistik an, im Fußball ist das klar. Wenn 10 Spieler ins Ausland gehen, sind 9, die kommen zurück ohne irgendeine erfolgsversprechende Aussicht. Also die Logik ist auf meiner Seite. Aber die Eltern, die waren da mal bei Juventus Turin im Trainingszentrum, sie haben mal einen Weltmeister die Hand geschüttelt. Sie haben mal dieses oder jenes gesehen. Und dann könnt ihr natürlich noch lange argumentieren, wie das geht. Und es ist dann auch eben spannend, und das wurde auch in einem Gespräch, Referat vorher gesagt, wenn die Leute zurückkommen, die das nicht geschafft haben, sportlich, für sie war das trotzdem ein Erfolg. Weil sie haben Dinge gesehen, die andere nie gesehen haben. Ja, sie waren mal bei einem Club, haben Sprache gelernt, haben neue Leute kennengelernt und das war so oder so super für sie. Und der Punkt ist da, ich kann ja im Nachhinein auch nicht sagen, weißt du, wenn du nicht ins Ausland gewechselt hättest, dann hättest du das trotzdem geschafft. Ich habe keinen zweiten Beweis oder eine zweite Chance, nochmals zurückzuspulen und sagen, okay, jetzt bist du nochmal 16, dann bist du ins Ausland gegangen, jetzt
jetzt bist du 16 und bleibst in der Schweiz und dann schauen wir, wie das rauskommt. Also diese Chance in diesem Sinne hast du nicht. Aber wir müssen in diesem Bereich was machen, ob das auf Vereinsebene ist oder dann auf Verbandsebene, das hängt von der Sportart ab. Bei uns im Fußball gibt es jetzt in jedem Verein mindestens eine Person, die hier in diese Richtung schaut. Und ja, wir wollen da in diesem Sinne etwas machen. Das sind jetzt ein bisschen meine Erfahrungen. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen schauen, was ihr da gehabt habt. So, Einschätzung, Leistungsfähigkeit, wer hat das? Ja, was meinst du genau damit? Du hast zum Anfang gesagt, in diesen 20 Jahren sind die Eltern schwieriger geworden. Ja. Ich meine damit, dass ich bin auch schon über 20 Jahre Trainerin, dass mir früher nie jemand von den Eltern gesagt hat, aber du hast diese Turnerin, ich komme vom Turnen, ja, in die falsche Gruppe eingeteilt. Ja. Also sie schätzen ihre Kinder selber ein, ob sie eigentlich lernen können. Ja, das geht ja in dieses Mitcoachen. Wer hat das geschrieben? Ja. Ja, okay. Geht in die Richtung, oder? Ja. Dass Sie das Gefühl haben, wenn Sie mithelfen, dann kommt es besser, als wenn Sie nichts sagen, weil der Trainer nicht fähig oder so irgendwie. Ja, für mich habe ich Erfahrung gemacht wirklich mit einem fordernden Mitspracherecht, ja, aber und das, also nicht nur ein kritisches Hinterfragen der Trainerentscheidung, sondern wirklich so, dass sie mitsprechen wollen. Ich komme aus einer kleinen Sportart, Modelle 5-Kampf. Wir machen alles etwas übersichtlicher, aber es macht es nicht einfacher unbedingt, wenn weniger Athleten beteiligt sind. Dann diesen Punkt haben wir angesprochen. Eltern kommen nicht aus dem sportlichen Umfeld. Wer hat das geschrieben? Ja. Ja, das ist halt einfach, finde ich, auch noch schwierig zu erklären, halt den Sportart erklären, was alles braucht dazu. Und das einfach halt das Vertrauen, das Verständnis aufbauen. Das, dass wenn jemand den Background nicht hat, braucht es sehr viel Zeit. Ja. Und, ja, ich glaube, da muss man reinwachsen und ja, also man kann sicher mit Gesprächen oder Elternabend kann man sicher erreichen. Aber wer hat Erfahrungen da mit sportlichen Eltern oder nicht so sportlichen Eltern? Ja, wer war der? Ja, also eigentlich nicht sportliche Eltern, die Eltern beschwören sind und sportliche Eltern, die man in der Rückkunft angeschlägt haben. Aber ich habe sportliche Eltern, die auch auf der Trainerseite sind. Und halt die Jungen, die Schilder, die sind ganz gut. Und das sind die sportlichen Eltern. Die Sportler, die Schilder, die Leute. Ja, das ist gut. Ja, dann bin ich richtig. Also, die Tätig und mithelfen, in die richtige Richtung. Und die, die es nicht verstehen, die sind auch recht empfänglich für. Uns heisst es im Hockey Agenten, die Spieler vermitteln, die holen sich dort den Rat und glauben, dass der Club den hat nicht. Mhm. Ja. Ja. Also ich bin in einem Sportart, wo es eher wenig Profi-Eltern hat, also ich war im Kampfbereich Wildwasser. Und da ist es eben oft dann eher ein Vorteil, dass die nicht so wissen, um was es geht und somit auch nicht unbedingt uns reinsprechen. Ich bin übrigens, die Dankbarkeit geschrieben hat, weil ich dachte, das darf ja auch was Positives da stehen. Ja, natürlich. Ja, also erfahre ich halt, also nicht, dass ich keine Probleme mit Eltern habe, das wäre ich auch nicht in den Workshop gekommen, aber also es ist auch vielfach positiv, weil eben nicht jeder selber das Gefühl hat, der Bund muss noch seine Karriere irgendwie weiterentwickeln. Also wenn wir die Lösung, die haben wir ja irgendwo gehabt mit diesen Elterninformationen. Also diejenigen, die nicht aus dem Sport kommen, die sind ja froh, wenn sie die Informationen kriegen. Also den Karriereweg, was ist das Beste, wie lange bleibt er da beim Heimclub und wann muss er vielleicht mal nach Mattlingen oder in einen anderen Verein gehen. Das ist relativ einfach, sage ich mal noch. Die
irgendwie zu coachen, ne? Dass sie ungefähr in die gleiche Richtung, aber etwas problematischer ist diejenigen, die alles wissen und vor allem besser wissen und dann etwas zu coachen. Sie haben das Gefühl, sie wissen alles, aber eigentlich verstehen sie ja kaum die Hälfte. Aber ja. Vielleicht ein bisschen das Problem liegt, ist es dann, das Verständnis zu haben, was es alles braucht, damit man irgendwo hinkommt. Das kann dann dort, ich denke, das ist ja auch dein Input. Also ich sehe es eher so, dass es darauf ankommt, wie ehrgeizig die Eltern sind. Ja. Und dass das dann unabhängig ist, ob die etwas verstehen oder nicht verstehen. Genau, das sind dann die Emotionen. Das hängt nur davon ab. Also die können, Eltern sind angenehm, wenn sie nichts verstehen oder sehr viel, wenn sie sich hinter den Trainer stellen und nicht zu ehrgeizig sind. Also ich habe manchmal auch den Eindruck gehabt, dass die Eltern ehrgeiziger sind als das Kind. Ja, manchmal. Also ich möchte auch nicht auf der negativen Seite sein, habe nicht zurückgeschaut. Ich habe viel auch an der Zusammenarbeit erlebt mit den Eltern. Ich glaube, unser Problem ist, als Trainer, Elternarbeit ist relativ energie- und zeitaufwendig, also mit Eltern diskutieren, das ist nicht einfach so erklärt. Also wenn jemand keine Ahnung hat, braucht es Zeit zum Erklären, und wenn jemand viel Ahnung meint zu haben, dann muss man das auch viel begründen, und das ist relativ zeitaufwendig, und wir bräuchten oder hätten wahrscheinlich die Zeit lieber für unsere Athleten als für die Eltern. Und ja, darum, ich habe den Begriff Helikoptereltern, finde ich sehr negativ behaftet, und ich habe mich auch ein bisschen, also persönlich aufgeregt über diesen Artikel im Eishockey im Blick, und ich finde das keine gute Angehensweise, wie wir die Eltern, oder wie es vorgeschlagen wurde, die Eltern zu behandeln, einfach rausschließen. Ja, also das ist klar, wie man dann umgeht damit, das ist was anderes, aber wir haben ja den Vorschlag gemacht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das ein technischer Leiter ist oder jemand, möglichst vom Verein, der vielleicht eine übergeordnete Funktion hat, damit der Trainer sich wirklich auf das konzentrieren kann, was er eigentlich muss und dann nicht allzu viel hat. Und wir haben auch ein bisschen eingeteilt, die möglichen Talente, die werden hier ein bisschen mehr gecoacht, also die Eltern davon. Oder? Und das ist ja schwierig, die Balance zu finden. Viele Eltern haben dann mich gefragt, ja, wie hast du oder wie habt ihr als Eltern das bei eurem Sohn gemacht? Und ich habe gesagt, ich kann nur sagen, eben so wie es bei uns war. Aber ob das die Lösung ist, also ich komme aus dem sportlichen Umfeld, das war in diesem Sinne klar, aber wir haben drei Kinder, jetzt nur so, und habe allen dreien die gleiche Möglichkeit gegeben. Für mich waren alle talentiert. Zwei im Fußball, eine Tochter im Handball, aber du hast dann gesehen, wie die Kinder reagiert haben. Zwei Kinder haben relativ schnell gesagt, das ist mir zu anstrengend, ich will lieber mit meinen Kameraden spielen. Und einer hat das einfach durchgezogen. Und zwar noch extremer, als dass ich vielleicht, wenn ich ehrgeizig gewesen wäre, das gemacht hätte. Also der ging mit 15 aus der Ostschweiz nach Basel. Im Nachhinein muss ich sagen, da habe ich auch mit Film studiert, dass ich das zugelassen habe. Also ich mache mir fast ein bisschen Vorwürfe, aber die Idee war, lass das Kind entscheiden. Wenn es den Ehrgeiz aufbringt, dann ist es gut, aber oft entscheiden eben die Eltern, weil sie denken, das ist das Beste für das Kind. Und da haben wir das Problem mit zu ehrgeizig. Und das sind dann die Helikopter. Aber es gibt ja auch ganz vernünftige, also das ist ja gar keine Frage. Aber einen kleinen Hinweis, die Frage ist bei euch, die ihr ehrlich beantworten müsst. Wer oder wo ist die Ansprechstation der Eltern? Die ist teilweise einfach nicht offiziell formuliert. Und das machen die Eltern, wenn sie betroffen sind. Oder? Sie gehen dann zum Trainer oder der nächste Person, und du hast vielleicht Fragen, die müssen gar nicht zu dir kommen. Also man müsste auch irgendetwas einrichten, dass die Eltern dort eine Ansprechperson haben, die auch eine Übersicht hat. Und Eltern, die dann sehr ehrgeizig sind, die beginnen auch etwas zu streuen, und dann geht es da und so stimmt die Kommunikation überhaupt nicht mehr. Also meine Erfahrung jetzt so aus der Vereinsberatung, wenn man eine Person hat, die dann für die Eltern verantwortlich ist, in gewissen Dingen, und das ist so eine Triage,
kann man sehr viele Probleme lösen und die Trainer auch teilweise entlasten. Heinz, du FC Zürich, Nachwuchschef, wie macht ihr das? Ja, wir haben das Talentmanagement für das beschrieben hast, für den ganzen Nachwuchs, auch für die Schnittstelle, junge Spieler, die noch im Nachwuchsalter sind, auch bereits in der ersten Mannschaft, und dann abteilungsweise eine Ansprechperson. Also das heißt, für U15 ist eine spezielle Abteilung, dann im Deko-Bereich haben wir Ansprechpersonen und dann für den Kinderfußball. Also das ist natürlich ein großer Verein in dem Sinne, aber man sollte jemanden unabhängig vom Trainer, das ist nicht der Trainer, der da anspricht. Nie der Trainer. Ist nie der Trainer, sondern das ist einer, der eine übergeordnete Funktion hat im Verein. Und wenn es dann ins Aktivalter geht, müsste es eigentlich jemand sein aus der ersten Mannschaft, der die Kinder, also die Jungen hochzieht und nicht, wenn du von unten stoßen musst. Das ist ein bisschen schwierig. Und der ist dann in der Regel eben auch glaubwürdiger, sage ich mal, gegenüber den Eltern, wenn er da in der ersten Mannschaft was zu sagen hat. Wie holt man in einem brotlosen Sport Eltern mit ins Boot? Wer hat das? Ja, das war ich. Okay. Du hast gesagt, wer hat das? Kann. Ja, das ist halt also ein bisschen das Thema, wenn man ja weiß, dass ich meine, im Fußball machen sich ja alle immerhin die Hoffnung, dass ihr Kind dann mal was verdient. Und bei uns ist das klar, das wird nie so sein. Und ja, trotzdem, wenn man an die Spitze will, muss man gewisse Kompromisse eingehen bezüglich Ausbildung und so weiter. Und ich finde das noch schwierig, ja, eigentlich mit gutem Gewissen Eltern zu überzeugen, ey, es ist gut, wenn das Kind halt Jahre verliert vielleicht bei der Ausbildung oder so, oder dann mit Teilzeitarbeit, wenn eine Lehre vorbei ist und so nicht im normalen schweizerischen System funktioniert. Und man kann aber nicht bieten, du hast dann für eine Profikarriere. Ja, das ist klar. Den Nachteil habt ihr gesehen, aber den Vorteil in der Erwartungshaltung. Dadurch, dass es keine Erwartungshaltung gibt, wir können dann mal in einer Villa wohnen, hast du vielleicht auch das eine oder andere Problem weniger. Genau. Und ich denke, etwas, das am Rande gestreift worden ist und ich immer mehr sehe, wir müssten, und ich glaube, das wären wir auf dem richtigen Weg, diese Nachwuchstalente müssten wir wie einen zweifachen Weg vor. Ja, das Weg ist falsch. Also der eine ist ja sportlich Erfolg haben wollen. Ne? Aber wir haben das gehört, auf verschiedenen Ebenen die Persönlichkeitsentwicklung. Man kann im Sport so viel lernen für das Leben später. Und das müssten wir allen, die bei uns sind, geben können. Wenn wir nicht nur auf den nächsten Samstag und auf das unmittelbar nächste Wettkampf zielen und gutes Resultat ist super und schlechtes Resultat ist grundsätzlich mal schlecht, aber das Leben nachher hat ja auch für alle nicht nur Siege programmiert. Also diese Niederlagen, die kommen ja früher oder später immer. Und wir müssen unsere Trainer dazu erziehen, dass sie eben auch diese zwei Dinge sehen. Ich habe jetzt beim Elterninformation gesagt, Eltern, ihr könnt entspannt sein, wenn ihr ein Spiel zuschaut. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann freut euch mit den Kindern, das ist gut für das Selbstvertrauen, das hilft ihrer Entwicklung. Aber ist doch nicht schlimm, wenn sie verlieren, dann wissen sie, dass sie wieder härter trainieren müssen, dann wissen sie, dass sie das noch lernen müssen. Also wenn das ein bisschen in einem Verhältnis ist, ist das auch alles in diesem Sinne kein Problem. Und meine Erfahrung ist, dass die Trainer zu oft sehen das nächste Resultat und verlieren ist scheiße und gewinnen ist gut. Und mindestens diejenigen, die ein bisschen weiter weg sind, also irgendwie die Organisation führen, die sollten den Eltern und den Kindern auch sagen, schau, das ist eine Vorbereitung fürs Leben und da können alle was lernen. Auch die es nicht schaffen, weil die meisten schaffen es ja nicht. Also das ist ja nicht nur im Fußball so. Und da bin ich einfach der Überzeugung, dass wir auch in der Trainerausbildung oder in der internen Weiterbildung im Verein den Trainern sagen müssen, schau, es gibt noch ein Leben nach dem nächsten Samstag, oder? Oder wann auch immer der Wettkampf ist. Und dieses Fixieren auf das Resultat
noch nicht mal auf die Leistung, das ist ja noch was anderes, aber auch das, das schadet ja gar nichts der Entwicklung, im Gegenteil. Also diese, wir haben Resilienz gesagt, diese Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge und so, das ist ja, sollten wir ja auch irgendwie trainieren. Die Frage ist, warum haben wir jetzt verloren und warum haben wir bei einem Rückstand in der Pause aufgegeben und haben nicht gekämpft, weil man kann auch mal nach einem 2-0 Rückstand, könnten wir ja noch was machen, wenn alle sich richtig verhalten. Also warum nicht die Niederlage auch in diesem Sinne nutzen, um was Positives daraus zu machen? Noch eine Frage zum brotlosen Sportarten, sag ich mal. Ja, okay. Wenn jetzt, wenn wir sehen, ein Talent entwickelt sich und die Eltern stehen im Prinzip dahinter, aber die finanziellen Mittel sind einfach nicht da, um es weiter zu. Die Eltern werden es natürlich nicht sagen, dass sie finanzielle Probleme haben, weil es für sie wahrscheinlich auch unangenehm ist. Wie geht man damit um, wenn sie einfach sagen, ja, er kann dann nicht, oder man weiß ja nicht die Hintergründe. Und wie kann man damit umgehen? Weil ich komme aus dem Judo und ich weiß, dass man später, wenn man zu Europacups fährt, man muss jährlich 10.000 investieren. Also ich bin jetzt nicht Spezialist, aber für mich ist klar, man muss mit den Eltern sprechen und die Karten müssen auf den Tisch. Also irgend so was, eine Karriere planen. Er ist jetzt da und kommt dann vielleicht ins regionale Kader, vielleicht ins Nationalkader und das kostet so und so viel. Und dann muss man halt auch das ansprechen können. Du weißt ja, dass wahrscheinlich irgendjemand Probleme hat mit dem Geld. Und entweder gibt es dann irgendeine Lösung, wo man das Geld auftreiben kann, oder dann ist es halt einfach so, dass die Bedingungen nicht gegeben sind, um Spitzensport zu machen. Wenn Messi am Nordpol auf die Welt gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich jetzt nicht bei Barcelona, oder? Dann wäre er vielleicht ein super Eisfischer. Aber nicht ein Fußballer. Also wenn die Bedingungen nicht da sind, dann kannst ja du als Trainer im Sinne auch nicht machen. Aber ich würde offen damit halt sprechen und auch wenn du weißt, dass einige Mühe haben, das mit dem Finanzen anzusprechen, dann musst du das ansprechen. Das ist ja keine Schande, wenn man das nicht. Aber vielleicht hat man irgendwo eine Tante, wo das Kind wohnen kann in der Nähe des Trainingszentrums, oder ich weiß ja auch nicht. Also, müsste dann ein bisschen kreativ in diesem Sinne sein. Also eigentlich dort ein Hinweis, es gibt einen psychologischen Teil, oder? Das ist schon am Grenze der Eltern. Die muss man zuvorkommend überwinden, sage ich. Normalerweise, wir hatten 4 Fälle im regionalen Leistungszentrum und die Kinder konnten nicht mehr kommen, sie kamen einfach nicht mehr. Und dann haben wir mit den Kindern gesprochen und gemerkt, ja, das ist irgendetwas. Und dann hatten wir ein persönliches Gespräch und dann ist die Frage, welche Lösung ich anbieten kann. Man sollte lösungsorientiert denken. Also wir haben, der Kapitän hat einen Stiftungsfonds oder der Verband hatte einen Stiftungsfonds und den konnte man entsprechend aus diesem bestücken. Dann war dann die finanzielle Belastung bei den Eltern vielleicht noch bei 10%, also 300 Franken oder 200 Franken. Das war dann machbar. Aber es kommt nicht zu diesem Stehen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und dort ist eben Elternarbeit ein wichtiger Teil, Elternabend, dass man solche Thematiken auch anspricht. Das kann ganz, ganz viel lösen. Und es gibt auch verschiedene Instrumente, jetzt, die man je nachdem verwenden kann. Aber am Schluss ist es ja, das Kind, das darunter bleibt und die Eltern schämen sich. Also wenn ich jetzt alles diese Zettel sehe, dann geht es also hauptsächlich um die Eltern. Aber es geht ja vielleicht auch um Geld, aber oft auch um die Erwartungen oder um die Möglichkeiten, die sie haben. Und ich sage einfach, wir müssen dieses Elterncoaching, ich sage mal jetzt die Eltern, Agenten lassen wir ja jetzt mal noch weg, aber Elterncoaching, das müssen wir wirklich ernst machen. Und das sollte nicht der Trainer sein, der das macht. Das muss eine übergeordnete Stelle, die eine Elterninformation gibt, die mal, ich sage mal, anfangs Wettkampfsaison schon mal die wichtigsten Informationen gibt, was es auch kostet und so. Und dann gibt es natürlich während der Saison vielleicht bei den ganz guten Athleten auch noch Bedarf, dass man halt mal dort zu Hause vorbeigeht und dann sieht man schon auch, wenn man in die Wohnung kommt, ein bisschen, gäbe es da was zu holen oder muss man hier alles rein. Also eben diese Beziehung. Und ich finde, da haben wir sicher in der Vergangenheit zu wenig gemacht, das ist klar. Weil eben
eben in unserer Sportart wage ich zu behaupten, wir haben einige gute Fußballer verloren, weil die Eltern zu ehrgeizig waren und das nicht machen. Also ja, zu viel wollten oder aber eben das Besserwissen ist, weiß nicht, wie das im Judo und im Kanu ist. Ja. Auch, Wissen auch besser. Ja. Ja, oder auch überehrgeizig. Was habe ich immer mit überehrgeizigen Eltern? Ja, eben, also das sind 10-Jährige und sie schleppt, die Mutter schleppt sie in jedes Turnier und gewinnt natürlich Medaillen. Aber dann ist sie halt unfassbar stolz, aber sie ist halt 10 Jahre alt. Man weiß nie, wohin es geht. Und ja, ich finde, die sind einfach zu überehrgeizig und sie dann. Und die werden dann verbraucht, sage ich mal, für später. Die sind dann nicht mehr ehrgeizig. Ja, ja, ich glaube eben, das ist der Talentlift, den ich gesagt habe. Wenn sie zu früh zu viel gewinnen und dann bekommt irgendwo, gewinnen sie nicht mehr so viel und dann ist entweder der Trainer nichts oder. Aber der Fall ist, wenn er zu viel gewonnen hat, ist er auch mal satt. Hm. Und darum sage ich immer an, versucht auch mal zu verlieren, wenn sie zu viel gewinnen. Also es. Ja, aber da. Okay, wir sind etwas über Zeit. Gibt es noch Fragen? Also wir machen das so, ich fotografiere das, dann ist noch ein paar Busan, dass wir dort vielleicht im Chat oder bei Elias noch einrichten, dass wir diese Fragen beantworten können. Es gibt auch 2, 3 sehr gute Broschüren, zum Beispiel Skifahren, das gemacht wurde, da haben wir eine Arbeit, eine Elternbroschüre, die Kinder, die in den Leistungssport einsteigen. Das ist, kann zur Verfügung sein, ich schaue jetzt in welchem Hoch. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Anwesenheit. Jetzt geht es noch zum letzten Teil. Und vielen Dank.